Gute meine Freunde und willkommen zurück bei Doorkickers. Wir spielen gleich die nächste Mission. Dieses Mal müssen wir mehrere Drogenbarone hier in ihrem schicken Apartment festnehmen. Dazu habe ich mir hier ein kleines Team gebastelt. Da sind hauptsächlich die Verwundeten drin. Die laufen hinten dran. Und dann habe ich hier ein größeres Team, was gleich durch den Haupteingang gehen wird. Und dann denke ich mal, wenn wir die bösen Buben gleich ordentlich aufmischen. Wobei, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so praktisch, da durch den Haupteingang zu gehen. Und hier durch diesen Nebeneingang, weil der Raum ist eh so klein. Vielleicht bietet es sich auch an, hier durch den Garten zu gehen. Das könnte man sich auch überlegen, ob man das vielleicht hier mit den beiden Jungs hier macht. Ja, machen wir das doch einfach mal. Probieren wir das einfach mal aus. Wie gut das klappt. Schauen wir mal erstmal hier unter der Tür durch. Das kennen wir ja mittlerweile zu Genüge. Du hast keinen Türspion. Dann musst du leider hinter. Dann holen wir den Fat Guy auf Doom nach vorne. So. Oh, okay, da können wir schon durchs Fenster gucken. Wichtige Information. Da könnten wir nämlich dann natürlich auch genauso durch das Fenster selbst getroffen werden. Kriegen wir die Tür hier einfach auf? Ich denke mal, ja, gut, dann warten wir damit aber nochmal. Weil ich will natürlich hier erstmal gucken, was so los ist. Und hier auch. Okay. Eyes on the target. Eyes on the target. Eyes on the target. Okay, so, er wiederholt sich ein bisschen. Aber macht ja nichts. Sieht gut aus soweit. Drei Leute hier in der Bude drin. Knacken wir mal das Schloss. Ich hoffe, die hören das nicht. Das wäre ätzend. Okay, sieht aber gut aus. Dann knacken wir es hier auch. Dann hoffe ich, dass das einigermaßen funktioniert. Okay. Sind so weit da drüben. Dann kann ich nämlich gleich eine schöne Flashbang durch die Tür werfen. Und den Jungs ordentlich einheizen. Okay. Würde ich sagen, hier werfen wir die Flashbang. Ah, der hat nur Stinger. Gut, das tut es jetzt natürlich auch. Nein, so wollte ich das nicht. Das passiert mir echt jedes Mal. Das ist echt ein bisschen doof gemacht. Das ist nicht so intuitiv, finde ich. Und dann holen wir uns natürlich noch unseren Kumpel hier drüben. Und die Jungs, die sollen dann auch gleich mitkommen. Jawohl. Hervorragend. So, hier da drüben, der soll gleich festgenommen werden. Oh, da ist ein Feind. Nein, Fat Guy auf Doom. Oh, da drüben sind Beweise, die gerade vernichtet werden. Das lassen wir nicht zu. Sehr gut. Hier das Fenster wird gesichert und der Kamerad wird natürlich auch gesichert. Fat Guy auf Doom, den holen wir mal weg, nicht dass er selbst weggeholt wird vom Gegner. Und dort drüben haben wir noch Feinde. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier an der Stelle ein bisschen Druck machen. Ich werfe jetzt nochmal das Dinger hier rüber, um den Feind einfach ein bisschen auszubremsen. Na, da kommen jetzt scheinbar auch mehrere. Das ist natürlich nicht so pralle. Okay. Er kann nicht wirken. Und ihn will ich jetzt aber mit dazu holen. Ist ein bisschen doof, dass hier das unser Ziel hier noch mit im Weg steht. Die anderen schießen auch nicht. Die wollen natürlich nicht ihren Boss hier wegschießen. Ich könnte natürlich versuchen, hier oben zu flankieren. Machen wir das so. Gucken wir da oben durch. Dann komme ich halt von da oben und schieße halt da weg, ne? Habe ich auch kein Problem mit. Jawohl. Da wollten sie uns schon flankieren, die Schweine. So. Gucken wir mal. Keiner guckt. Ja. Sieht gut aus. Mach auf den Humpen hier. Klopf, klopf. Hallo, hallo. It's me, the President. Guckst du jetzt darüber? Sehr gut. Ach, Torges, ich liebe dich. So, und jetzt wird von hinten aufgeräumt. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Krieg ich den? Nee, scheinbar nicht. Aber vielleicht von hier? Was? Nein, der steht jetzt natürlich genau so, dass man ihn nicht sieht, oder was?
Kann doch nicht sein. Ah, Mann. Steht da genau im toten Winkel. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Dann nehme ich ihn noch mit und dann gehen wir hier hinten rum rein. Den rücken wir ein bisschen vor. So. In der Hoffnung, dass das einigermaßen funktioniert. Die schießen aber auch mittlerweile abnormal gut, die Jungs. Sehr gut. Ach du Scheiße. Ist überall passiert was. Es ist echt anstrengend. Okay. Schnell mal hier reingucken. Ach du Scheiße, da kommen sie überall. Boah, sind aber auch viele. Na, drüben werden Beweise vernichtet. Kann ich hier mal nachladen, ja. Machen wir mal. Gucken wir mal, dass wir ans Fenster rankommen. Und die im Nahkampf erledigen. Im Nahkampf. Ich komme hier aus dem Osten. Nein, ich bin ja übelst verwundet. Was soll das denn? Torogus, da musst du leider vorgehen. Okay, da sieht noch alles gut aus. Oh, da bin ich übrigens auch hier einen ganz doofen Winkel gelaufen. Wenn da jetzt einer drin gestanden hätte, das wäre hässlich geworden. Gut. Und da drüben übrigens auch. Komplett vernachlässigt irgendwie. Okay. Noch alles tutti. Ja, die Küche war ja auch einigermaßen sauber. Okay. Also alles gut. Hier machen wir mal die Tür auf. Was? Hostile Inside? Gut, alles klar, dann nehmen wir ihn fest. Ihn auch. Jawoll! Hervorragend! Einfach einen Durchmarsch gemacht hier. Ich bin begeistert. Boah, schwierige Mission, aber wir haben es gepackt. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis denne!